Ja, es geht jetzt um die geometrische Folge. Ich habe hier eine Folge aufgeschrieben. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Das hier, das soll das A0 sein. Das hier ist A1, A2, A3, A4 und so weiter. Und jetzt ist die Frage, was ist AN in diesem Fall? So ist es. Das ist so ein Beispiel für eine geometrische Folge. Die wollen wir jetzt verallgemeinern. Jetzt frage ich, gegen was geht das? Gegen was geht das hier, wenn ich das n gegen unendlich schicke? Gegen was geht das, wenn ich das n gegen unendlich schicke? Gegen was geht das? Ja, 2 hoch unendlich ist. Unendlich. Jo. Also das darf man im Abi nicht hinschreiben. Ich schreibe es jetzt hin. Wobei man da wirklich aufpassen muss. Das heißt, man kann nämlich beweisen, dass 2 hoch unendlich größer unendlich ist. Das kann ich mal machen, wenn ihr das wollt. So, also das ist, der geht für n gegen unendlich. Das ist ein Beispiel für eine geometrische Folge. So, machen wir vielleicht nochmal ein Beispiel. 1, 1 Drittel, 1 Neuntel, 1 Siebenundzwanzigstel, 1 Einundachtzigstel. So, das sind auch ganz, ganz viele. Wie heißt diese Folge? An gleich 1, 1 Drittel, 1 Neuntel, 1 Siebenundzwanzigstel. Wie heißt die? Nur Mut? Ja, das geht. Also, aber es ist nicht so in dieser Form. Also es ist 3 hoch minus n, das geht. Kann man aber auch besser schreiben mit dem Bruch. Das ist ein Drittel hoch n. Ja. Also 3 hoch minus n geht aber auch. Nur das ist dann ist es nicht geometrische Folge q hoch n, weil ich da ein hoch minus n dann habe. So, wenn ich mir die Folge hier anschaue, was weiß ich, 2, 4, 3, wie wir noch weitergehen, gegen was geht denn die für n gegen unendlich? Gegen 0. Jo, also das wäre jetzt 1 durch unendlich und die geht gegen 0. Das heißt, man sieht, für verschiedene Werte von q hat die geometrische Folge verschiedene Grenzwerte. Was ist hier der Q-Wert in diesem Fall? Was ist hier das Q gleich? Was ist das Q gleich? In dem Fall, was ist Q? Hier ist Q gleich 2. Q hoch n, 2 hoch n. Q. Was ist hier das Q? Ja, beinahe. Jawohl. So, das sind für verschiedene Q-Werte. Und jetzt ist die Frage, gegen was geht für n gegen unendlich? Also da gibt es noch mehr Fälle als nur also Q gleich 2 und Q gleich 1 Drittel. Also Q hoch n geht gegen, für n gegen unendlich, gegen was geht das? Also das kann entweder gegen unendlich gehen. Das heißt, wann geht denn das gegen unendlich? Was muss denn das Q sein, damit das gegen unendlich geht? Q größer als 1. Sehr gut. So, die 1 ist also ein Problem. Gegen was geht denn das, wenn Q gleich 1 ist? Gegen was geht Q hoch n für Q gleich 1? Vielleicht schreiben wir das mal hin oder im Geiste hin. 1, 1 hoch 2, 1, nee, 1, dann 1 hoch 2, 1 hoch 3, 1 hoch 4, 1 hoch 5 und so weiter. Gegen was geht das? 1. Ja, das geht gegen 1. Also, das heißt, falls Q gleiche 1 ist, haben wir 1 hoch 1, 1 hoch 0, 1 hoch 1, 1 hoch 2, 1 hoch 3. So sieht die Folge aus und die geht gegen 1. Sehr gut. Falls das Q gleich 1 ist. So, dann haben wir gehabt den Grenzwert 0. Wann haben wir den Grenzwert 0? Das stimmt nur bedingt. Q kleiner 1 ist, schreiben wir das mal so hin. Falls Q kleiner 1 ist, denn wenn wir als Beispiel mal für Q gleich minus 2 einsetzen, setzen wir mal für Q gleich minus 2 ein. Dann haben wir 1 minus 2, 4 minus 8, 16 minus 32. Immer bei den Geraden
hebt sich das Minuszeichen weg. Minus 2 hoch 1 ist minus 2, aber minus 2 hoch 2 ist 4. Minus 2 hoch 3 ist minus 8. Minus 2 hoch 4 ist 16. Minus 2 hoch 5 minus 32. So, gegen was geht denn das? Also auf jeden Fall nicht gegen 0. Das ist was Schlimmes. Das geht auch nicht gegen unendlich, weil es geht eigentlich gegen plus und minus unendlich. Da schreiben wir alternierend divergent hin. Also das ist ein Begriff, den brauchen wir nicht. Zumindest, also auf jeden Fall sicher kein Grenzwert. Also das heißt, für das Ding haben wir keinen Grenzwert. Jetzt ist die Frage, wo ist da jetzt die Grenze? Ab wie lange dauert, also wann geht es noch gegen 0 und wann nicht mehr? Ja, größer 0 und kleiner 1. Ne? Bei 0 schon, aber jetzt, wenn ich für Q gleich minus 1 Drittel einsetze, habe ich 1 minus 1 Drittel plus 1 Neuntel minus 1 Siebenundzwanzigstel plus 1 Einundachtzigstel minus. Das ist zwar auch alternierend, aber das geht gegen 0. Das heißt also, für Q gleich minus 1 Drittel haben wir die 0 als Grenze. Also brauchen wir nochmal eine andere Grenze. Welche ist das? Also zwischen, das ist symmetrisch dann. Also das Q muss kleiner 1 und größer als? Größer als? Größer als? Weiß keiner? Ja, sehr gut. Größer minus 1. Ja, dann haben wir die 0. Und sonst ist das alternierend divergent. In der 11. Klasse unterhält man sich normalerweise auch darüber, was minus 1 hoch n ist. Ist aber jetzt auch gethemenfriedhoft worden, soweit ich weiß. Also das heißt, wir schreiben hierhin alternierend, also einfach kein Grenzwert, das reicht. Kein Grenzwert für q kleiner gleich minus 1. Also wir haben bei der geometrischen Folge, haben wir 4 mögliche Fälle. Der eine Fall heißt unendlich, ist aber auch kein Grenzwert, gilt nicht als Grenzwert. Also hier tut es nicht, hier tut es nicht. Für Q gleich 1 haben wir den Grenzwert 1 und für Q zwischen minus 1 und 1 haben wir den Grenzwert 0. Und das ist das Wichtige. Das heißt, das müssen wir uns merken. Das heißt, Q hoch n geht gegen 0, falls minus 1 kleiner Q kleiner 1. Das ist die wichtige Erkenntnis, das ist das, was wir brauchen. Der Rest ist uninteressant, das merken wir uns.